Das Erlebnis des Tischlers Jossi in dem wunderlichen Hotel P. Eine Erzählung in drei Zimmern. Kapitel 13 Im Rösselsprung. Der Vormittag schritt voran auf dem Friedhof mit dem Dornengarten und der zerstörten Kapelle, ohne dass sich der Zentaur oder der Narr wieder bei den vier Gefährten blicken ließen. Jossis Arbeit war fast vollendet. Er musste nur noch warten, bis der Leim durchgetrocknet war und vertrieb sich die Zeit mit Hobeln und Abschleifen einiger scharf geratener Kanten, als mit einem Mal die zwei Mimen und Siegmund ihn aufgeregt herbeiriefen und ihm unter vielem Gekicher Bescheid gaben, dass er etwas unsäglich Komisches verpasse, wenn er sich jetzt nicht beeile und sofort zu ihnen komme. Das ist zu drollig. Jossi legte den Hobel beiseite und wunderte sich auf dem Weg zu der Grabreihe, was der Gaukler und der Lügner mit ihrer nachlässigen Methode des Löchermachens wohl Bemerkenswertes gefunden haben mochten. In der Tat waren es auch nicht die beiden Mimen, sondern Siegmund, der in der Grubenwand gebuddelt hatte und nun mit allen Vieren zierliche Gegenstände, Elfenbeinfiguren nämlich, daraus hervorkratzte, die er eine nach der anderen auf dem Rand des Erdlochs abstellte. Ein Schachspiel war es, das auf diese Weise zum Vorschein kam, wenngleich es nicht vollständig wurde und am Ende nur aus dem Hauptteil der weißen Figuren bestand. Und freilich, weiß waren sie genau genommen auch nicht mehr, da sie offenbar schon eine ganze Weile in der Erde gelegen hatten und allesamt beträchtlich angemodert waren. Aber als der Page sie vorsichtig auf das Spielbrett hob, das er als letztes in dem Loch entdeckt hatte und das Jossi und die beiden Mimen für ihn mit vereinten Kräften aus dem lehmigen Grund gerüttelt hatten, fingen die Figuren plötzlich an, sich zu regen und in ihrer neuen Umgebung umherzulaufen, natürlich streng nach den Regeln der Züge, die sie ausführen durften, und niemals über den Rand des Spielfeldes hinaus, hinter dem sie nichts, auch nicht die vier Gefährten, wahrzunehmen schienen. Ratschi! Machte eine der Gestalten, und da sie am größten von allen war und außerdem ein Zepter sowie eine Krone mit einem Kreuz darauf auf dem Kopf trug, handelte es sich bei ihr offenbar um den weißen König. Ratschi! Mein Gott, endlich! Wie lange wir nur in dem lausigen Erdloch eingesperrt waren! Wohl 2000 Jahre bald, antwortete ihm ein Läufer, den es besonders schlimm erwischt hatte und der, seiner Farbe nach zu urteilen, kurz vor dem Verfaulen gestanden hatte, als er befreit worden war. »Der Vulkan!« rief der König, und wie von einer grauenvollen Erinnerung trat ein Ausdruck blanken Schreckens in sein Gesicht. »Der Vulkan muss wieder ausgebrochen sein! Er hat uns verschüttet gehabt!« »Schafskopf!« fiel ihm die Königin ins Wort. »Willst du uns verraten?« Und sie schaukelte eine Wiege hin und her, in der eines ihrer Kinder lag und nach Herzenslust krächzte, ebenso wie in einem weiteren halben Dutzend von Schlafbettchen, die über das Spielfeld verteilt standen und plärrenden Lärm von sich gaben. Mach lieber deine Krone und das Zepter sauber, bevor du so unüberlegtes Zeug redest, fuhr die Königin fort, mit ihrem Gemahl zu schimpfen, während sie zwischen den Wiegen umhereilte und sie allesamt in Bewegung zu halten versuchte. Dabei sah sie mindestens genauso verwahrlost aus wie der König und hatte vor allem ihre Frisur verkommen lassen, dass die Haarnadeln kreuz und quer wie Schaschlikspieße daraus hervorstanden. Derweil hatten sich zwei Türme gefunden, die bei ihren rechtwinkligen Wanderrouten einander plötzlich im Wege gestanden und sich gegenseitig angerufen hatten: Freund oder Feind? Freund oder Feind? Dann waren sie sich um den Hals gefallen und rumperten nun Arm in Arm von einer Seite des Schachbretts auf die andere. »Wo ist der Feind? Wo ist der Feind?« ratterten sie grimmig, während sie mit dieser plumpen, aber gründlichen Methode das Spielfeld Quadrat für Quadrat abschritten. Auch der König, der folgsam mit dem Zepter seine Krone vom Lehm freistocherte, schaute sich verwundert um und fragte: »Ja, in der Tat, wo sind denn die Ebenholzlinge geblieben?« Er bekam es wieder mit der Angst zu tun und bibberte am ganzen Leib wie Espenlaub, als er in die beiden Türme drang.
Sucht ihr auch wirklich sorgfältig? Seid ihr auch nicht zu nachlässig, nein? Nichts zu sehen, nichts zu sehen, entgegneten ihm die Türme im Chor. Wahrscheinlich den Feind in die Flucht geschlagen. Aber zumindest der schwarze König müsste noch hier sein, überlegte ihr Befehlshaber beklommen. Der König wird doch nicht vom Feld geschafft. Der bleibt doch bis zum Schluss und am Ende trinken wir eine Tasse Tee miteinander. Ich denke, Euer Majestät, ergriff ein Springer das Wort, der in einer Ecke des Spielfeldes stand und seinen Harnisch einfettete, ich denke, man wird sie auf der anderen Seite der Erdkugel ausgegraben haben. Und sämtliche Figuren murmelten beifällig zu dieser Erklärung und lobten den Springer für seine Gescheitheit. Nur die zwei Türme trampelten weiter ungerührt über den Platz, kontrollierten alle krakeelenden Wiegen auf ihrem Erkundungszug und stießen zuletzt auf den unglücklichen Läufer mit der braun gescheckten Oberfläche. »Feind!« riefen sie gleichzeitig, zückten ihre Schwerter und drängelten den Beschuldigten, der nicht wusste, wie ihm geschah, an den Spielfeldrand. »Seid ihr von Sinnen?« empörte er sich und trat mit flinkem Fuß nach den beiden Angreifern. »Macht, dass ihr fortkommt, grobschlächtiges Volk, ihr!« »Schwarz!« vermerkten die beiden Türme unerbittlich. »Feind!« Und da sie sich in lang eingeübter Taktik nur auf den weißen Feldern bewegten, gingen die diagonalen Tritte des Läufers allemal ins Leere. »Ach du liebes Bisschen«, sagte der Läufer bestürzt und schaute auf seine angedunkelten Füße hinab. »Wie komme ich denn plötzlich auf Schwarz zu stehen?« Und als die beiden Türme wiederholten, »Feind! Schwarz!« verlegte sich der Läufer aufs Diplomatische, während er sich ihrer immer unzärtlicheren Schwerthiebe zu erwehren suchte. »Nun hört schon auf damit! Kennt ihr mich denn nicht mehr? Ich bin der Königsläufer, euer lieber Barde, niemand sonst!« »Ha!« machten die beiden Türme. »Ein Königsläufer auf schwarzem Feld? Wo gäbe es denn so etwas?« »Weiß ich's?« klagte der Läufer und betrachtete kopfschüttelnd seinen verkehrten Standort. »Das ist mir noch nie passiert.« »Und auch du selbst bist schwarz, schwarz wie die Nacht«, fuhren die zwei Türme fort, ihm zuzusetzen, bis er kurz davor war, das Gleichgewicht zu verlieren und vom Brett zu purzeln. »Was kann ich dafür?«, schrie der Läufer. »Habe ich freiwillig so lange in der Erde gelegen und mich von den Würmern anfressen lassen? War das vielleicht meine Idee?« In seiner Not begann er, die Schwerthiebe der beiden Türme mit dem Griffbrett seiner Laute abzuschmettern, dass sie einige missliche Töne von sich gab und verkratzt wurde. Dies schien ihn bald auf einen besseren Gedanken zu bringen, und er zupfte einen Akkord durch die Saiten und sprach, »Ich werde euch schon beweisen, wer ich bin.« Dann achtete er nicht mehr ihrer Schläge, so gefährlich waren sie auch nicht, da die beiden Türme nur über Holzschwerter verfügten und diese ungeschickt und mit steif angewinkelten Ellbogen wie zwei Nussknacker gebrauchten, setzte sich die Laute auf seinen Oberschenkel und trug einen Gesang vor, der schön und seltsam war und die Kinder in ihren Wiegen eins nach dem anderen zum Verstummen brachte. In den Hallen von Dushamor steht ein Thron aus Stein und Macht. Drauf die Herren von Dushamor, aus dem reichen Band von Leben einen bunten Teppich weben. Weben, weben Tag und Nacht. Auf dem Throne von Dushamor saß ein König steineshalt, herrschte übers Land Dushamor. Hielt den Flor in seinen Händen, um die Schnur darin zu wenden. Wohl 2000 Jahre bald. Und im weiten Land Dushamor galt sein Wort und war Gesetz. Und der König von Dushamor schuf den Pleising und die Zyte, schuf den Waug, die Maigelblüte, wob sie in sein Herrschernetz. Der Läufer hielt inne und sagte zu den beiden Türmen gewandt, »Na?« Die hatten zwar nicht aufgehört, ihn mit ihren Holzschwertern zu hauen, aber immerhin taten sie es nun langsamer als zuvor, riefen auch nicht mehr ständig »Schwarz« oder »Feind«,
und blickten stattdessen fragend ihren Befehlshaber an, was er von der Sache halte. Dieser hatte seiner Gemahlin das geputzte Zepter vorgelegt und kümmerte sich inzwischen darum, die Frisur der Königin wieder in Ordnung zu bringen. »Ja, ja«, sagte er, horchte aber mehr darauf, wie die Königin sich über die erfolgte Säuberung äußern würde, als auf die Streitereien seiner Untertanen. »Ich erinnere mich entfernt.« Die Türme indessen widersprachen. »Er kann nicht Königsläufer sein, wenn er auf schwarzem Felde steht. Das ist klar, das ist klar.« Die Königin hatte das Zepter begutachtet und steckte es kommentarlos in ihren Haarschopf. »Dann soll er eben auf ein weißes Feld gehen«, erklärte sie ungerührt, während sie an eine andere Wiege trat. »Das ist ja wohl ein Kinderspiel.« »Da falle ich hinein«, meinte der Läufer, indem er ängstlich mit einem Fuß in ein benachbartes Quadrat tippte. »Da kann ich nicht drauf, da falle ich hinein.« »Dann bist du eben ab jetzt der Läufer der Königin«, schlug der Springer vor und erhielt wiederum Beifall von den übrigen Figuren. Er hatte sich von allen am besten von der Verschüttung erholt und wienerte nun mit großer Ruhe die Halssegmente seines Pferdekopfhelmes blank. »Ich will aber nicht Bote sein. Ich bin Barde«, stellte der Läufer richtig. »Komm, Barde«, sagte die Königin, die inmitten ihrer Wiegen umhertrappte, um sie ruhig zu stellen. »Weck mir nicht meine Lilienkinder auf mit deinem Gezeter. Sing uns lieber noch etwas vor, damit sie wieder stille werden. Ich bin mit dem Schaukeln immer mehr im Rückstand.« Und sie zog ihn zu sich heran, was ihm einen winkelförmigen Umweg abnötigte, und platzierte ihn zwischen ihre Bettchen, wo er den zwei Türmen, denen er auf diese Weise unerreichbar geworden war, einmal kräftig die Zunge herausstreckte und, nachdem er an seiner Laute herumgestimmt hatte, das Lied von Duschamor fortsetzte. Einst im Königreich Duschamor kam ein Fürst an meine Tür, der ich Prinz war von Duschamor, stand auf meines Hauses Schwelle, rührt sich lang nicht von der Stelle, lächelt heimlich schien es mir. Königsläufer von Duschamor trat der Fremde schließlich vor, lang gewandert durch Duschamor, klopf ich heut an deine Pforte, leihe mir auf ein paar Worte dein geschultes Bardenohr. Viel geschehen ist in Duschamor. Euer Majestät, wandte sich der Springer, der seine Rüstung soeben fertig poliert hatte, mit einem eleganten Rösselsprung an seinen König. Ich denke, es wird Zeit, dass wir über die anstehende Revolution sprechen. Ach, mein lieber Springer, sagte der König betrübt. Muss das wirklich sein? Können wir dieses Thema nicht auf die nächste Cricket-Saison verschieben? Ich fürchte nein, Euer Majestät, entgegnete der Springer und schwang sich mit lässigem Satz über eine der Wiegen hinweg. Besser also, ihr überlegt euch selbst, in welcher Form ihr genau gestürzt werden wollt. Ach, sagte der König wieder und war von der gegenwärtigen Situation sichtlich überfordert. Die Haare seiner Gemahlin waren schlimmer zerzaust als zuvor und sein eigenes Zepter erwies sich als großes Ärgernis in dem Gespinst, zumal es im Gegensatz zu den Haarnadeln nicht einfach daraus hervorzuziehen war, sondern sich mit seinen Ösen und Zacken immer fester in dem Schopf verhakte. Auch waren die Schritte seiner Gemahlin viel zu groß für den weißen König, so dass er nicht hinterdrein kam, wenn sie von Wiege zu Wiege lief, um alle Bettlein gleichzeitig am Wippen zu halten. Und dass jedes Mal, sobald er sie mit knapper Not eingeholt hatte, schon wieder der Springer neben ihm stand und ihn mit seinem glänzenden Pferdekopfhelm blendete, verwirrte den armen König vollends. Mein lieber Springer, wenn Sie meinem schwachen Gedächtnis noch einmal auf die Beine helfen könnten. Worum ging es eigentlich bei der ganzen Revoltiererei? Es ist unwürdig, sagte der Springer zu seinem König. Es ist unwürdig, dass eure Untertanen nur deshalb so wohlgeordnet über die Felder ziehen, weil ihr, Euer Majestät, ein Kreuz auf eurer Krone tragt. Was wär dieses Reich, du Duschamor, ohne Tyrannei und Zwang? Wenn der König von Duschamor seine Bürger nicht versklavte und mit strenger Hand bestrafte, gäb es weder Tat noch Sang.
stimmt schon, nickte der weiße König und kaute auf einem Haarknoten seiner Gemahlin, dem er auf andere Weise nicht beizukommen wusste. Ließe sich das aber nicht durch ein paar Dekrete regeln? Nein, Euer Majestät, entschied der Springer. Das haben wir bereits mehrfach vergeblich versucht. Ich habe das schon wieder vergessen, seufzte der König. Wirklich, ich bin zu unsortiert. Was hatten wir denn beschlossen bislang? Es betraf vor allem die Bauern, erklärte der Springer, der mal rechts, mal links von seinem Herrn auftauchte und für den es sogar ein leichtes war, über die Königin hinwegzusetzen, wenn sie ihm im Wege stand. Wir hatten zunächst gestrichen, dass ihnen zu Anfang zwei Schritte auf einmal gelingen sollten. Ebenso entfiel das sonderliche Schlagen im Vorüberziehen. Dergleichen Privilegien befördern nur den Aberglauben und allerhand verderblichen Wunderwahn. Mann! Fuhr die Königin so blitzartig herum, dass ihr Gatte gar nicht schnell genug die Hände von ihrem Kopf nehmen konnte. Was hast du da wieder angerichtet? Der König zupfte ihr begütigend die Augenbrauen, während der Springer eine Pergamentrolle hinter seinem Harnisch hervorholte und auf die Signatur wies, welche am Ende des Gesetzestextes zu finden war. Besiegelt, sagte er und verneigte sich höflich vor seiner Herrin. Diese starrte auf das Pergament, starrte dann auf ihren Gatten, schnaufte »Heretiker« und schien zu erwägen, ob sie dem König einen oder besser zwei seiner fummeligen Finger abbeißen sollte. »Schau, meine Herzteuerste«, versuchte der König, sie zu beschwichtigen. »Es ging uns beiden darum, meinem Reich einen ganz neuen Glanz, eine Art edler Kargheit zu verleihen, ohne all die überkommenen Regularien und die Spukgeschichten aus der Vergangenheit. Verstehst du?« Die Königin heftete ihren siedenden Blick auf den Springer, der in korrekter und ehrerbietiger Haltung die Schriftrolle an seinen Brustschild drückte. »Habt ihr sonst noch etwas geändert?« fragte sie und sah unter ihrem Krausenschopf wahrhaft bedrohlich aus. »Tja«, sagte der König und bildete Perlen unter dem Rand seiner Krone. »Es ist ein Zusatzdekret erlassen worden«, antwortete der Springer an seiner Statt und las gewissenhaft von dem Pergament. »Die niedersinnige und unschickliche Hoffnung der Bauern, nach dem Erreichen des feindlichen Spielfeldrandes in ein höheres Wesen vom Range einer Königin verwandelt zu werden, wird mit sofortiger Wirkung verworfen und für null und nichtig erklärt. An ihre Stelle sollen Demut und Bescheidenheit treten, im siebenfältigen Dasein sich treu und ergeben unserem Herrn dienstbar zu erweisen und das eigene Leben in freier und unwiederbringlicher Aufopferung seiner Größe und Ehre zu unterstellen, ohne sich eine weitergehende Entrückung oder Entlohnung irdischer oder auch überirdischer Art davon zu versprechen.« Exakt 11 Sekunden lang hörte die Königin auf zu atmen. Dann platzte ihr der Mund auf und ein gellender Schrei kam heraus, der dreimal über das Spielfeld kreiste und sämtliche Wiegen in ein spitzflimmriges Tremolo versetzte, ehe er zum Rand des Schachbrettes niederkometete, sich in die Zahl 6 bohrte und einen verkohlten Fleck darauf hinterließ. Und wir zogen nach Dushamor in die Hallen aus Macht und Stein vor den König von Dushamor, zerrten ihn von seinem Throne, nahmen ihm die Kreuzeskrone, rissen seine Herrschaft ein. Da die Festen von Dushamor zitterten im weiten Kreis und die Völker von Dushamor sah ich ihre Blicke heben und in stummer Furcht erbeben, sah es an und weinte leis. Nicht doch, Liebchen, bitte, redete der König versöhnlich auf seine echauffierte Gattin ein. Du läufst wieder heiß, wenn du dich aufregst, und das ist gar nicht gut für dich. In der Tat qualmte die Königin aus dem Mund und keuchte hin und wieder kleine Flämmchen, während sie hervorstieß: Ketzer! Schieläugige Ketzer und Umstürzler von übelster Art! Aber nein, meine Teure, flehte der König. Schau mal, was hat es überhaupt für einen Sinn, von der feindlichen Spielfeldseite zu sprechen, wenn weit und breit kein Feind mehr vorhanden ist?
Allein die zwei Türme waren vom Schrei der Weißen Königin wieder in Alarmbereitschaft versetzt worden, hatten sich an der Außenlinie postiert und riefen von Zeit zu Zeit aufs Geratewohl: Freund oder Feind? Freund oder Feind? Über den Brettrand, wo ein Rauchfähnchen von der verbrannten Sechs aufgestiegen war und langsam über das Spielfeld wehte. Ich soll mich nicht aufregen, wenn du die Zukunft meiner Lilienkinder ruinierst, du Esel? Rief die Königin zornig. Jetzt raus mit der Sprache! Was habt ihr zwei Abspaltler noch ausgebrütet in euren Spatzenhirsen? Kreuz aus seiner Krone brach. Gar nichts Wesentliches weiter, maulte der König, während er sich selbst auf die Zehen trat. Es sollen nur eben keine Nachtgebete mehr an den Wiegen gesprochen werden. Sonst gewöhnen sich unsere Kinder ans Wünschen und ans Bitten und Betteln. Und das wäre anmaßend und, Er klopfte hilfesuchend dem Springer an den Harnisch. Unwürdig, ergänzte dieser. Anmaßend und unwürdig, Euer Majestät. Du wirst uns doch alle ins Exil bringen, giftete die Königin. Du und deine schwatzhaften Ratgeber! Wollt ihr jetzt unser gesamtes Spiel auf den Kopf stellen? Sollen wir demnächst vielleicht auch ohne Königspaar spielen? Wenn ihr mich nur ausreden ließet, Euer Majestät, sagte der Springer mit einer tiefen Verbeugung. Frei ist nun das Land, du Schamor, hielt der Fürst die Zange hoch. Frei die Bürger von du Schamor, endlich nach dem eigenen Willen unseren Teppich reich zu füllen. Immer bunt und schöner noch. Das lasse ich mir nicht bieten, keifte die Königin ganz undamenhaft, als der Springer ein weiteres Schriftstück aus seinem Harnisch zog und es den beiden nebst Federkiel und Siegelring zur Unterschrift darreichte. Was ist denn das? Fragte der König verunsichert. Eure Abdankungsurkunde, Majestät. Und was? Was soll ich damit tun? Abzeichnen und euch in Luft auflösen, Majestät. Allmächtiger! Rief die Königin und drückte eine ihrer Wiegen so eng an sich, wie es die Spielregeln eben noch erlaubten. So lautet der Beschluss des Revolutionsrates, meine Dame, erklärte der Springer förmlich. Aber könnte ich nicht trotzdem noch ein bisschen bleiben, wo ich all den anderen Verordnungen doch schon zugestimmt habe? Fragte der König. Ich werde mich auch ganz unauffällig benehmen und überhaupt nicht in Erscheinung treten. Ich verspreche es. Ich bedauere, Euer Majestät, aber die bisherigen Dekrete hatten nur ein paar leidliche Korrekturen zum Inhalt, die das tiefere Problem eurer Existenz nicht zu beheben vermochten. Ich darf euch daher bitten, endlich den Schlussstrich zu ziehen. Und der Fremdling aus du Schamor nahm die abgebrochene Kron von dem Toten aus du Schamor, um sie auf sein Haupt zu heben, grüßte mit dem Zepter eben, ließ sich nieder auf dem Thron. Usurpator, fauchte die weiße Königin, aber es nutzte ihr nichts, denn ihr Gemahl hatte bereits den Federkiel genommen und sein Namenszeichen auf die Urkunde gesetzt, oder besser, sein Kreuz darauf gemalt, da er wohl nicht schreiben konnte. Er guckte ziemlich geknickt drein, während er den Siegelring gegen das Wachs knetete, das der Springer unter dem Text vorbereitet hatte, und zudem war er ein wenig durchsichtig geworden, als er das Dokument zurückgab. Sieh nur, sagte seine Gemahlin, du fängst an, dich in Luft aufzulösen. Tja, seufzte der weiße König und rollte schmollend seine Unterlippe vor. Das gehört nun mal so zum Vertrag. Du wirst von Kopf bis Fuß ganz transparent, Liebster. Ich kann schon die beiden Türme durch dich hindurch erkennen. Freilich, sagte der König, der sich zusehends entleibte. Bald ist es um mich geschehen. Und wenn ich erst verschwunden bin, bleibt nur noch mein Schmollen übrig und hängt rätselhaft eine Zeit lang über dem Spielfeld. Schafskopf, fuhr ihn die Königin an und zückte eine ihrer Haarnadeln. Jetzt hast du uns wieder verraten, du Dummbrüttel! Aber der weiße König bekam weder von ihren Vorhaltungen etwas mit, noch von dem Piekser, den sie mit der Haarnadel gegen ihn richtete. Er hatte sich inzwischen so weit verdünnt, dass das Metall glatt durch ihn hindurchstieß. Und kurz darauf, als auch seine Umrisse blasser wurden und verdämmerten, strich der Läufer ein letztes Mal durch die Saiten seiner Laute und beschloss den Gesang vom Königreich du Schamor so traurig und seltsam, wie er ihn begonnen hatte. In den Hallen von du Schamor
steht ein Thron aus Stein und Macht, drauf die Herren von Dushamor. Aus dem reichen Band von Leben einen bunten Teppich weben. Weben, weben, Tag und Nacht. Während aber die Seiten des Läufers noch zitterten, stieg plötzlich der Rand des Schachbretts in die Höhe, sodass die Figuren auf dem lackierten Holz ins Wanken gerieten und zur gegenüberliegenden Seite hin abglitten. Solange sie sich noch über den Feldern bewegten, versuchten die der Rutschpartie zu entgehen und, je nach Erlaubnis ihrer Züge, gegen die Neigung des Brettes anzurennen. Insbesondere die Königin starkste breitbeinig wie ein Skiläufer einige Linien aufwärts, um ihre Wiegen abzufangen. Doch als ihr die krakelenden Bettchen tatsächlich eins nach dem anderen gegen den Schoß rauschten, war auch für sie kein Halten mehr. Und hinab ging es, mitsamt ihren Lilienkindern, hinab zu der Buchstabenleiste, wo inzwischen die zwei Türme Arm in Arm vorn überkippten. Das letzte »Wo ist der Feind? Der Feind!« blieb ihnen im Mund stecken. Denn sobald die Figuren über das Spielfeld hinausschlitterten und zurück in die Grube purzelten, versteiften sie augenblicklich und wurden wieder zu dem leblosen Elfenbein, aus dem sie gemacht waren. Auch der stolze Springer verlor so seine Unerbittlichkeit, als er über den Buchstaben D schoss. Und stattdessen flutschte ihm im Hinabsegeln das Schmollen des Weißen Königs hinterher und setzte sich flugs auf seinen Pferdekopfhelm. Dort verbreitete es sich über das Visier und über die Scharniere seines Kinnschutzes, ehe sich das gesamte Schachbrett endlich überschlug und schleudernd und wirbelnd seinen Spielfiguren nachstürzte, um sie ins Erdreich zu stempeln. Meister! Wimmerten der Gaukler und der Lügner. Na sowas! Du bist schon zurück? Riesenhaft und vor Wut schnaubend stand der Zentaur über der Grube und baggerte mit seinen Hufen Kies und Steine auf die Gefährten herab. Das Schachspiel hatte er im Nu zugeworfen. Die Grubenwände bröckelten und senkten sich unter seinem Gewicht. Und wenn Siegmund nicht mit der Behendigkeit eines aufgeschreckten Frettchens aus dem Loch geflohen wäre, dann hätte der Zentaur ihn von einem Moment auf den anderen bei lebendigem Leibe darin begraben. Die beiden Mimen schippten, was die Arme hergaben, um von den rasenden Tritten des Pferdemenschen verschont zu bleiben. Und Jossi, der das gewalttätige Spektakel mit ansah, konnte nicht an sich halten und sprach: Was für ein bösartiges Tier. Obwohl das nicht sehr laut gesagt worden war, hielt der Zentaur in seiner Tollwut inne, blies etwas Erde aus, die inzwischen die Lippen gespritzt war, und funkelte den Schreiner rotäugig an. Da sollte man das Tier wohl züchtigen, sagte er mühsam. Da sollte man wohl besorgen, dass es sich künftig fügsamer benimmt, nicht wahr? Er trabte von der Grube zurück und wandte sich an den Narren, der hinter ihm gewartet hatte, und indem er ihn an der Hand nahm, sprach er: Komm, Mensch, wir wollen einen Ritt wagen. Dann packte er ihn um die zerbrechlichen Schultern und hob ihn sich mit entsetzlicher Kraft in einem Schwung auf den Rücken. Dass der Zentaur Sattel und Zaumzeug angelegt hatte, bemerkten die Gefährten erst jetzt, als er die löchrigen Schnabelschuhe des Narren in ein paar Steigbügel zwängte und ihm zwei Zügel um die Handgelenke wand, in die seine eigenen frisch gepuderten Haare eingezopft waren. »Wir wollen das Auge mit dem Auge herausreißen. Wir wollen auf uns selbst schauen, wo wir auf uns selbst schauen und wegschauen. Sei nun bereit, Mensch. Dies wird eine besondere Jagd.« Und mit diesen Worten machte der Zentaur kehrt und sprengte davon. Er erreichte den Dornengarten und brach durch die äußeren Zweige, welche sich ihm wie eine dicht geflochtene Wand aus stacheligen Dolchen entgegenstellten. Mit der bloßen Brust zerteilte er Äste und Dickicht, tat ein paar befreite Sätze über den Platz und verschärfte dann seinen Schritt zu einem Galopp, der ihn durch Netze von Farn, über Felder fest verschnürte Ackerwinden und zwischen Vorhängen aus vertrockneten Disteln hindurchführte. Seine Hufe stießen ins Unterholz, nicht selten sank er auf einen Schlag bis an die Hüften ein und schrammte mit der Bauchdecke über Nesseln und Brombeergesträuch,
Doch verlangsamte er den Schub seiner Muskeln nicht und spaltete jedes Hindernis auf seinem Weg wie ein gewaltiger Pflug. Der Narr aber saß schwankend auf seinem Rücken, die Hände fest in die Mähne des Tiermenschen verkrallt, und vom Geprall der Sprünge flatterten ihm die Füße in den Steigeisen seitlich aus, dass es von weitem aussah, als gebe er selbst dem Tiermenschen die Sporen und treibe ihn zu immer schnellerem Ritt an. Die Gefährten waren über die Gräber hinweg zu den Ausläufern des Dornengartens gerannt und beobachteten, unfähig zu helfen, die Raserei, in welcher der Narr und der Zentaur gefangen waren. Ihnen in das Gestrüpp zu folgen, traute sich niemand von den Vieren, denn schon nach wenigen Schritten wären sie darin stecken geblieben, womöglich dem Zentauren in die Bahn geraten und von ihm niedergemäht worden. Deshalb begnügten sie sich damit, nutzlos und armwedelnd an der Längsseite des Gartens entlang zu laufen, um mit dem ungleichen Paar auf einer Höhe zu bleiben und es nicht aus den Augen zu verlieren. Und der Zentaur zeichnete seine Passage in den Garten, legte Spur um Spur durch das Gehölz und zerwühlte die gerade erst entstandenen Schneisen mit dem nächsten wuchtigen Anlauf zu einem heillosen Zickzack. Er bockte, wo das Gelände leichter und ebener war, und preschte mit doppelter Macht vor, wo es seinem mächtigen Pferdeleib widerstehen wollte, bis er einen Schleier aus Ranken hinter sich herzog, der das Dickicht in seinem Rücken wie mit langen, unsichtbaren Fingern durchkämmte. Wenn er nah an den vier Gefährten vorübergaloppierte, sahen sie, wie der Schweiß ihm den Puder abwusch, den er sich vom Gaukler auf den Oberkörper hatte auftragen lassen, und wie darunter, braun und feucht glänzend in der hochstehenden Sonne, seine grobe Zentaurenhaut zum Vorschein kam. Das Fell hingegen, die Flanken, die Fesseln und die kräftigen Schenkel waren ihm aufgeschlitzt und blutig geschnirgelt worden, und kreuz und quer zogen sich Striemen darüber, die mit jedem seiner rücksichtslosen Gänge tiefer und schmerzhafter werden mussten. Er ist durchgegangen! Unser Meister ist durchgegangen, verkündete der Lügner, schwenkte seinen Zylinderhut und zückte einen Notizblock, um das Ereignis darauf festzuhalten. Wie es dem Narren in seinem Sattel erging, ließ sich vom Rande des Gartens aus nicht sicher erkennen. Dem ersten Anschein nach blieb er unverletzt, da ihn der Zentaur mit seinem Leib vor den Dornen und Ästen schützte, von denen sie umpeitscht wurde. Doch wenn der Tiermensch sein Tempo forcierte, klappte der Reiter auf seinem Rücken vor und zurück wie ein Hampelmann und drohte abgeworfen zu werden, so dass der Zentaur ein ums andere Mal hinter sich griff, um ihn zu stützen, und schließlich die Porzellanhände des Narren packte und vor seiner Brust zusammenhielt. Der Lügner vermerkte auch dies in seinen Aufzeichnungen, registrierte überhaupt jede Einzelheit des Rittes, jede Hecke, die das Paar überwand, jede Kehre, die der Zentaur vollführte, ja sogar die Muster der Schaumbänder, die ihm auf das Fell traten und in blasigen Streifen davon abbauschten. Jossi stand dicht genug bei dem Mimen, um an dieser Buchführung teilhaben zu können, in welcher freilich nicht ausgelassen war, dass der Lügner eben diese Notizen anfertigte und dass Jossi ihm dabei über die Schulter spähte. Und während die Episode vom Ritt im Dornengarten wuchs und Gestalt annahm, ging Jossis Blick immer häufiger zu dem flinken Geschreibsel des Lügners hinunter, bis es ihn zuletzt mehr beschäftigte als das wirkliche Geschehen vor seinen Augen. Auf jene Zeilen hinabschauend und ihren dunklen Sinn entziffernd, büßte Jossi bald jedwedes Gefühl dafür ein, wie lange der Ritt des Zentauren andauerte. Er begriff nicht, wie schnell oder langsam sich Wort an Wort reihte und wie es mit dem tatsächlichen Ablauf der Dinge vor der zerstörten Kapelle zusammenhing. Er glaubte nur nach einer Weile, nicht enger mit dem Ritt im Dornengarten verbunden sein zu können, als eben durch die Blätter des Lügners, von denen schon ein beträchtlicher Teil beschrieben und nach hinten geschlagen war. Und Jossi las von den Sprüngen, die der Zentaur machte, las von Seitgalopp und Drehungen auf der Stelle, las davon, wie der Tiermensch in der Luft nach vorn und hinten gleichzeitig austrat und sich gegen die Stämme junger Kiefern warf, die ihm sirrend nachschnellten, sobald er von ihnen abließ. Und vielleicht hätte Jossi noch eine ganze Weile so gestanden und gelesen, ohne den Blick zu heben, wenn nicht unter der Feder des Lügners ein Satz erschienen wäre, der besagte, dass der Zentaur seine Schritte allmählich dämpfte und beruhigte. Als wohl kein Quadratmeter in dem Garten übrig war, den er nicht durchjagt hatte, als die Spuren seiner Hufe in jedem Busch und jedem Erdgestrüpp zu finden waren, fiel der Zentaur zunächst in einen schweren Trab,
und dann in eine bedächtigere, fast verhaltene Laufart, die nur noch ab und zu durch kurze Abschnitte von Rastlosigkeit unterbrochen wurde. Ein letztes Mal, wie um sich Klarheit zu verschaffen über das, was vorgefallen war, durchrundete er das Gefährt, die kristallenen Arme des Narren unter die Achseln geklemmt und mit klappernden Steigbügeln, welche die Füße des Reiters nicht mehr zu halten vermochten. Der Narr schien zu schlafen, wie er seine blasse Wange ans Schulterblatt des Zentauren schmiegte und mit geschlossenen Lidern nun sanfter geschüttelt vom Gang des Tiermenschen aus der dornigen Arena getragen wurde. Jossi hörte es schaben und kratzen, während der Zentaur sich durch die Sträucher schob, die den Dornengarten begrenzten. Erst jetzt, als er zwischen die vier Gefährten zurückkehrte, wurde sichtbar, wie übel er sich zugerichtet hatte. Kaum eine Stelle an seinem Pferdeleib gab es, wo das Fell nicht wund gescheuert und durchstochen war. Der schweißnasse Oberkörper war wie aufgeraspelt vom Anprall der Zweige und Ranken. Und seine unbeschlagenen Hufe standen abgespleizt und zersprungen im Kies und mussten ihn quälen bei jedem Schritt. Daher glaubte Jossi, als der Zentaur die Vorderläufe beugte und sich auf seine Knie herabließ, dass den Tiermenschen die Kräfte verlassen hätten und er sich nun der Erschöpfung hingebe. Tatsächlich aber bückte sich der Zentaur lediglich nieder, um den Narren bequem absteigen zu lassen, der an seinen Rücken gelehnt saß. Behutsam löste er die kristallenen Handgelenke an seiner Brust und drehte sich vorsichtig zu seinem Reiter herum, damit er ihm herabhelfen könne. Und langsam, wie aus einem Traum, glitt der Narr mit der Wange am nackten Arm des Zentauren entlang. Seine weißen Finger fielen aus den Haarsträhnen, die er umfasst gehalten hatte, und der schmächtige, bunt gewandete Körper des Jungen schwenkte vom Sattel zu Boden. Keine Wunde war ihm bei dem Ritt entstanden. Und doch war er tot. Der Zentaur nahm den Narren auf seine starken Arme und trug ihn vor die Trümmer der Kathedrale. Mit zwei Tritten rückte er den Sarg zurecht, den Jossi dort gezimmert hatte, und bettete seine schattensanfte Fracht hinein. »Schließt ihn zu«, befahl er, und die beiden Mimen kamen herbeigeeilt, um den Deckel auf den Sarg zu schieben und mit einigen harten Schlägen festzunageln. Dann machten sie sich daran, die Kiste fortzuschleppen, der Gaukler vorn, der Lügner hinten unter das Holz packend, was sie bestimmt recht mühselig angekommen wäre, wenn der Narr nicht so federleicht gewogen hätte. So aber fand der Lügner Gelegenheit, sein Notizbuch auf den Sargdeckel zu legen und noch im Tragen mit einer Hand darin herumzukritzeln, um den letzten Weg des Narren festzuhalten. »Ich dachte immer, das Schlimmste von allem seien meine Pferdeschenkel«, sagte der Zentaur leise, während er der wackelnden Prozession nachfolgte. »Nun scheint mir, dass aus meinen Armen eine ganz andere Schlechtigkeit erwachsen ist.« Wenige Meter vor der Grube hätten der Gaukler und der Lügner den Sarg um ein Haar fallen lassen. Der Lügner konnte ihn gerade noch aufschnappen, ehe er umgestürzt wäre. Und nun zankten sich die beiden Mimen, jeder sein Kistenende umklammernd, wer die Schuld an dem drohenden Unfall gehabt hätte. Der Zentaur gebot ihnen, still zu sein, und schickte sie zu dem Holzverschlag, aus dem sie zuvor die beiden Spaten hervorgeholt hatten. Dort besorgten sie zwei Seile, schlangen sie um Kopf und Fußteil des Sarges und schleiften ihn an den Rand der Grube, um ihn mit ihrer Hilfe hinabzulassen. Wie die beiden Mimen neben der frisch verleimten Kiste standen, trat auf ihre Lippen plötzlich noch einmal das Schwarzviolett der Blaubeeren, die sie bei dem Nachtmahl und ihrer üblen Beschimpfung des Narren verzehrt hatten. Erneut verfärbten sich ihnen Speichel und Zunge und brachen dunkle Male auf ihren Gesichtern durch. Und der Gaukler mochte wiederum seine Hände reiben, wie er wollte, ohne dass es ihm gelang, sich von dem Beerensaft zu reinigen. »Sprecht einen Vers«, trug ihnen der Zentaur auf und setzte hinzu, als der Lügner seine Mappe aufschlug, »aber einen kurzen.« Der Lügner fand nach diesem Geheiß rasch, was er suchte, misstraute aber den Künsten des Gauklers und bestritt den Vortrag lieber allein, indem er seine Stimme erhob und im Stile eines Vorbeters den folgenden Spruch aufsagte. »Doch ach, wenn du gleich alle Blicke auszulöschen glaubst, entblätterst du doch nur das Auge von den Namen, bis du wohl erkennst, es ist dein eigenes.«
Zweimal wiederholte er den Vers mit immer reicheren Verzierungen auf denselben, dann ergriff er eines der Seile, die sie bereitgelegt hatten, hob gemeinsam mit seinem Kompagnon den schlingernden Sarg über das Loch und senkte ihn abwärts. Indes merkwürdig, obwohl sie doch so faul gewesen waren und die Grubenwände ihnen noch bis zum Schluss kaum bis an den Bauchnabel gereicht hatten, schwand der Sarg tief und tiefer in das Grab, so dass die Seile bald verbraucht waren und ihre Enden den Mimen mit einem Ruck aus den Händen sprangen. Ohne ein Wort des Erstaunens ließen sie die Stricke fahren, und während sie ihm nachblickten, schien der Sarg sich selbst seinen Schacht zu bahnen, unaufhaltsam ins Dunkel der Erde hinab und mit stets zunehmender Geschwindigkeit, bis er den letzten Sonnenstrahl hinter sich gelassen hatte und ihren Sinnen entrann.